Ja, hallo, meine lieben düsteren Adventure-Freunde. Ich bin euer Affenkönig, nämlich, und das ist Part 32 von A Plague Tale Requiem. Und meine Güte, was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Beatrice wurde geopfert, der kleine Hugo hat es gesehen, ist immer noch natürlich total mitgenommen. Wir haben immerhin Lukas wieder an unserer Seite. Amicia wurde verletzt von Viktor, der hier noch irgendwo auf der Insel rumheimst, der Graf. Ihr erinnert euch, was mit Arnaud passiert ist, wisst man nicht. Sophia sollte noch auf uns warten. Wir müssen irgendwie von der Insel runter. Harter Tobak. Ich habe es ja schon mal gesagt, das ist echt übel. Aber auch geil, Leute. The Last of Us 2 ist auch geil und es erinnert mich irgendwie auch an The Last of Us. Natürlich mit ein bisschen weniger Action-Fokus nochmal, aber es ist geil. Ist es der Arm? Die Schulter. Ich werde sie einrenken. Tu es. Nicht bewegen. Das wird wehtun. Wie die Leute. Wie die Leute in Filmen und Spielen einfach immer wissen, wie man Arme einrenkt. Ich hätte da einen riesen Schiss davor, meinem besten Kumpel oder Freund einen Arm wieder einzurenken. Ich meine, es ist cool und es passt ja auch irgendwie, aber. Aber jetzt bin ich mal kurz ein bisschen ruhig, weil es echt eine coole Stimmung gerade. Der Pass auf ihn Musik. auf, ich beeile mich. Ja. Wie das Licht hier reinbricht. Okay. Jetzt hat der kleine Hugo. Da sagt er gar nichts mehr. Da ist komplett von der Rolle. Die Gräfin ist tot. Was ja auch gut so ist. Aber Viktor ist noch da draußen und der ist stocksauer, weil die eben tot ist. Na So, los, Teile, haben wir da noch welche alles gefunden? wird helfen. Du brauchst es. Nee, 59. Das könnten wir noch machen. Ah, nee, überall aufwerten, das wollten wir eh nicht. Ah, das wäre halt geil hier. Amicia verbessert ihre alchemistische Munition, wodurch Odorus bei Kontakt Feuer explodiert und Gegner ohne Rüstung tötet, was schon mal ganz cool ist irgendwie. Aber das richtig Geile haben wir ja schon. Und durch eine Verlängerung der Schnur verursachen geschossene Steine mehr Schaden und betäuben den Gegner länger. Das hätte ich am liebsten. Weil allzu viel glaube ich nicht. Ich denke mal, ich hoffe nicht, dass der Viktor unser Endgegner ist, aber es könnte schon sein, dass wir den dann nochmal als Es muss Obermotz hier irgendwo rausgehen. besiegen müssen. Da oben! Eine Öffnung! Da kommen wir raus! Und wie? Im Stockwerk drüber. Da finden wir vielleicht was Nützliches. Ich sehe nach. Bleib du bei ihm. Amicia, du bist verletzt. Versuch ihn zurückzuholen. Egal wie. Bitte. Na gut, aber geh nicht zu weit. Also, Versperrt. Hugo, Ich kann es ich von hier glaube, nicht du hörst bewegen. mich. Tut mir leid. Ich muss wissen, ob es dir gut geht. Blasse Haut. Aber das Zeichen der Makula sieht größer aus.
So sieht es wohl auch in deinem Kopf aus. Ah, vielleicht hat er jetzt oder ich mir deine Augen ansehen? Kurz vor der letzten Stufe der Ego. Normale Pupillen. Ach, du blinzelst kaum. Ja, aber da komme ich nicht rein. So, hier hinten. Eine Stange irgendwie. Mit einem Seil. Aber da können wir jetzt auch nichts machen. Nee. Ah, Mist. Okay, nee, das geht nicht. Ich dachte, ich könnte irgendwie hier rüber hüpfen. Da kommt man nicht durch. Es muss einen Weg geben, diese Tür zu öffnen. Na, hier unten irgendwie. Dachte ich ja. Ich glaube, wir können irgendwas anschießen, kaputt schießen. Da oben sind Feuerkelche. Könnten die theoretisch irgendwo drauf fallen? Und was anzündeln? Ah! Da oben, der Karren. Ja, aber da kann ich mit meiner Armbrust ja auch nichts machen. Das macht ja auch absolut gar keinen Sinn. Es muss einen Weg geben, diese Tür zu öffnen. Dass irgendwie was rauspurzelt oder so. Aber da drüber, über dem brennt auch kein Feuer. Aber ich will jetzt nicht noch einen Pfeil. Soll ich noch einen Pfeil probieren? Ah, hier. Wartet mal. Das könnte ich doch vielleicht. Brennt das durch? Nee. Ja, das ist jetzt schlecht. Der macht zwar Licht, aber nicht mehr. Leute, ich stehe auf dem Schlauch. Ihr habt es bestimmt schon gelöst. So, das Ding versperrt uns den Weg. Ja, natürlich. Gut, haben wir schon mal eine Sache gelöst. Weiter. Kommen wir schon mal da rein. Das ist schon mal gut. Schauen wir mal, was es hier noch gibt. Bolzen wären nicht schlecht. Ich kann jetzt aber auch gerade gar nichts bauen. Da können wir das Ding auch wenigstens. Na los! Wenigstens wegrücken. Ah, das bringt uns aber auch nichts. Aber so rum sollte es was bringen. Ja, da kommen wir in die andere Ecke. Oh, okay. Ich gucke mir erstmal hier vor, bevor wir jetzt. Ob ich mir den Bolzen mitnehmen kann. Pyrit. Wenn du mich hörst, dann beweg einen Finger. Mist, Leute, es hat zu lange gedauert. Naja. Ist unser Pfeil nämlich weg. So, und runter den Kern. Naja, was heißt gut? Dem Umständen entsprechend, was ist das? So ein Chaos. Ich kann nicht. Oh, bitte. Bitte, wie soll ich das schaffen?
Bitte. Ich kann nicht. Hilfe. Oh Gott. Halt. Halt, steh auf. Steh auf und geh weiter. Ja, immer weitermachen. Neue Erinnerung, Chaos. Gibt es hier wenigstens noch irgendetwas? So, was steht denn da? Steht nichts, aber ich finde die Zeichnung immer ganz cool hier. Von den Erinnerungen. Es waren ja auch schöne Ziegen. Schöne Ziegen. Schöne Zeiten. Schöne Ziegen. Tramontane. Oh, das war auch cool. Der Blumenkranz. Die stille Lucinda. Viele Erinnerungen fehlen uns gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, schade. Ein bisschen was vom Herbarium. 3 Federn. Ja. Naja, gut. Dann gucken wir mal. Wie geht's ihm? Sein Verstand ist ausgelöscht. Nicht nur vom Schock, wohl von der Makula. Dann kommt er nicht zurück. Noch nicht. Versuchen wir es hiermit. Komm mit, Hugo. Ja, aber er hört auf jeden Fall. Er weiß, dass er mit ihm mitgehen muss. Aber stellt euch mal vor, der kommt nie wieder zurück. Ach du schöne Bescherung. Steckt fest. Na, der ist so da reingedonnert. Das ist zu hoch. Aber es gibt keinen anderen Weg. Amicia, schieben wir. Da ist was dahinter. Oh oh, Ratten. Ihh, so eine ekelhafte Rattenblase. Ach du schöne. Scheiße. Es hat die Flammen gelöscht. Waren diese Dinger nicht auch in des Trägers Grab? Er wird die Sonne töten. Was? Der Sonnentöter. Der Lichtverschlinger. Der Nebel aus den alten Texten. Es gibt ihn wirklich. Ich bin zu Hause. Nein, nein. Das ist nicht zu Hause. Hugo, sieh mich an. Das ist nicht er, Amicia. Die Makula, sie versucht, die Leere zu füllen, die durch den Tod eurer Mutter entstanden ist. Ich hätte sie retten müssen. Aber wir können es beenden, ja? Hörst du mich, Hugo? Wir finden diesen Mistkerl, den Grafen, und töten ihn! Nein, genug! Wir verschwinden von diesem verdammten Ort. Lass uns ihn von hier wegbringen! Er ertrinkt, Amicia, verstehst du? Halt ihn über Wasser! Rede mit ihm! Halte dagegen! Er braucht dich! Schon gut. Schon gut. Meine Güte, Leute, guckt euch das mal an. Boah. Durchquere das Rattennest. Na klar, das ergibt Sinn. Guckt euch das mal diese Strukturen an. Die wollen die ganze Welt so umhüllen. Wobei das fast unvorstellbar ist, aber dann können sie überall wandeln, weil sie dann natürlich auch kein Licht mehr irgendwo haben, wo sie nicht rein können. Zu mir. Warum ist unsere Fackel ausgegangen?
Das ist ja unfair. Was hätte ich denn jetzt mit der Fackel machen sollen? Ja, und jetzt? Scheibenkleister. Aber so richtig, Leute. Okay, da müssen wir uns wahrscheinlich töten lassen. Wir müssen die Fackel nehmen und dürfen nicht in diesen komischen Art, in diesen Nebel. Der löscht wirklich das Licht. Das hat mir aber keiner gesagt. Hättet ihr das gewusst? Aber es sieht schon seltsam aus, ja. Bleibt nah dran. Boah. Der Nebel ist überall. Achte auf die Fackel. Ja. Na gut, jetzt hätte ich es gewusst. Oh, was ist? Das habe ich gemeint. Boah, Mist. Das brennt. Das ist wahrscheinlich Ammoniak, Rattenkot, Vorsicht. Rattenurin, Rattenkotze. Ich sehe sie. Okay, wir laufen erstmal hier lang. Uah. Vorsichtig! Das ist echt schlimm. Vor allem guckt euch mal die vielen Tausenden, ja Millionen verrotteten, geschändeten, aufgefressenen bis zum Knochen Menschen. Das ist ja übel. Sind. Ja und? Na los! Ich glaube, das ist er. Was? Ich habe gespürt, wie er gezuckt hat vor der Explosion. Ich sag's doch, sein Bund mit der Makula wird immer stärker. Ich weiß, dass du noch da bist, Hugo. Halte durch! Boah, ist das übel. Also, ich hätte mir ja viel denken können, was hier noch so passiert, aber das am Anfang vom Spiel hätte ich nicht gedacht. Jetzt ist die Frage, kommt jetzt hier die super duper hyper duper Ratte auf uns zu? Mit riesen Zähnen in der Gusche und Nebel, der aus ihren Arsch kommt? Ich weiß es nicht. Sie stapeln sich. Habt ihr das gesehen? Hier gibt's aber nichts mehr zu holen, gell? Oh, überall Stinkefüße hier. Sieht aus wie so ein Raucherfuß. Schön schwarz und knusprig. Ach ja, und mein Bruder, nur weil ich gerade den Raucherfuß gesehen habe, der war mit seiner Freundin in Thailand vor ein paar Wochen und hatte dann von meinem Vater ein paar Zigaretten mitgebracht. Und die haben ja dort ganz andere Bilder auf den Schachteln. Leute, ist das eklig. Also ich fand das damals schon sehr eklig, als ich noch gequalmt habe mit den verschiedenen Schachteln und den ekligen Bildern. Aber das ist richtig eklig bei den Thais oder wahrscheinlich auch in China und so. Das sieht nochmal viel, viel schlimmer aus. Oh Mist, da geht's aus. Lukas, da vorne ist was. Ich sehe es. Boah, das ist das Herz. Boah, übel. Wie viele sind da drin? Ja,
bin hier. Hey! Ich warte. Gehen wir, Lukas. Los! Ja. Komm, Hugo. Nein, ich warte. Hier gibt es aber nichts für dich. Das ist zu Hause. Hier ist, wo ich... Hör auf! Du kommst mit mir, ob du nun willst oder nicht. Hörst du mich? Er bleibt bei mir! Du hast es wütend gemacht. Sie kommen. Lauft! Ah, oh, Amicia, das war... Das war natürlich schwierig jetzt. Oder man könnte sagen, es war ein bisschen dumm von Amicia. Aber zum Glück rennt Hugo mit. Es stürzt alles ein. Hoffentlich sind wir dann unten am Hafen. Verdammt! Verdammt seid ihr! Wir verschwinden hier! Ihr bekommt ihn nicht! Hört ihr? Es ist vorbei! Atmen! Atmen! Hugo? Hugo? Boah, gerade so. Siehst du? Da ist noch Licht. Ich bin froh, dass Lukas wieder da ist. Ja, das ist unser Blut. Das bist du. Wir sind noch nicht fertig. Gehen wir. Ja, ich bin bereit. Wir müssen den Hafen erreichen. Puh, okay. Das wäre schon mal geschafft mit dem Rattennest. Hier unten scheint es auch nichts mehr zu geben, oder? Ah! Fast noch schön angegurgelt. Okay, dann... Dann ab zum Hafen, da wo wir auch hin wollen. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass Sophia... Ich hoffe, ihr ist nicht Schlimmes widerfahren, weil die ganze Insel ist ja eigentlich vor Ratten explodiert. Moment. Das Dorf. Mit dem Meer stimmt irgendwas nicht. Das Land ist weg. Das bin ich. Nein, ich war das. Nein, die Ratten. Ich war das. Nein, der Graf und die Gräfin. Gehen wir. Gehen wir einfach. Boah, wie anders das jetzt hier aussieht. Im Himmel. Das Beben hat die verdammten Eier freigelegt. Ja, sie sind noch da. Immer. Oh, eine richtige Hölleninsel. Immer in meinem Kopf. Hugo? Lass ihn, Amicia. Ich gehorche euch nicht. Ich gebe euch Befehle. Ihr gehorcht mir. Klar? Ihr gehorcht mir. Alles klar. Die haben dich gehört. Ich sehe zum ersten Mal, wie du... Weil es weh tut. Es tut mir leid. Boah, krass. Ja, befehlige sie, Hugo. Lass sie nicht Macht über dich ergreifen, sondern du sie irgendwie befehligen, das wäre doch richtig geil. Ich will's nicht wissen. Wir haben uns jetzt alle hier runtergestürzt. In die Fluten. Genau, Hugo, du bist nämlich hier der Vorarbeiter. Und nicht die Ratten. Du bist der Polier. Und das sind deine Handlanger. So, 5
Stücke. Das ist auch geil. Da sind wir jetzt bei 69. Ha, 69. Okay. Da fehlen noch. Ja, da brauchen wir noch 21 Stück. Dann wären wir am Ziel. Okay, da ist eine Kiste. Ah, können wir immer noch nichts basteln. So, ich laufe mal die ganze Chose hier ab. Oh. Das Beben hat die Ölkrüge zerschmettert. Soldaten. Mist. Warum wollen wir den Sohn noch? Er wird unser Ende sein. Er hat alles ruiniert. Das ist nur passiert, weil er unter dem Einfluss dieser Schänderin steht. Deshalb will der Graf sie um jeden Preis tot sehen. Ah, der blöde Graf. Hoffentlich klappt's. Schänderin. Du hast einen neuen Titel, Amicia. Der Graf ist noch am Leben und verbreitet seine Lügen. Sie sind hinter uns her, also aufpassen. Das sind bestimmt die. Verdammt! Na warte, wenn ich dich erwische! So, es ist schon mal sein Licht aus. Ich habe ja noch ein Messer. Ist nur schade, dass der jetzt keinen Bolzen hat. Ich könnte den natürlich auch. Es müsste doch gehen mit dem Verbrennen, oder? Ich weiß auch nicht mehr, ob das. Ihr Schafsköpfe, ihr gehört mir! Sie haben. Ja. Es. Ja. Ja, wir bräuchten unbedingt unsere Bolzen wieder. Das wird uns jetzt zum Verhängnis. Feiglinge, kommt raus! Das ist natürlich blöd, weil da haben wir den jetzt hier ewig auf den Fersen. Ich könnte natürlich mal gucken, ob ich den ablenken kann. Ja, lässt er sich nicht beirren, der alte Hornochse. Ah, Mist. Seltsam. Warum lebt er noch? Da ist hier gar kein Licht. Wohl nicht weiterzugehen. Aber jetzt könnte ich doch mit Odorus. Ja. So, sehr schön. Schleichen wir jetzt hier rundherum. Also können wir jetzt die Rattennester ganz gut nutzen. Und du musst jetzt noch mal hier ein bisschen weglocken. Machen wir aber mal mit der Schleuder. Da gehen sie nicht hin. Naja, egal. Hier sollten sie nicht hinkommen. Das passt. So, gib immer das Zeug her hier. Schön, schön, schön. Dann basteln wir uns mal schön was. Das ist so ein Ölfass, nehme ich an, ja. Sie wollen dich immer noch tot sehen. Selbst bei all dem Chaos. Oh. Sie töten lieber andere, als Mist. Ihr eigenes Ende zu akzeptieren. Typisch. Boah, ekelhaft. Diese ekelhaften, ist zwar komisch, dass wir die vorher noch nicht gesehen haben. Das hat jetzt praktisch alles freigelegt. Dann ist ja ganz schnell neues Gras gewachsen. Ja, aber es ist schon cool. Ist wieder so eine neue kleine Gameplay-Finesse. So, mal gucken, ob wir den da hinten. Ah, Mist. Das hat nicht geklappt. Vielleicht hier. Na los, komm, lauf dahin, Hornochse. Das juckt den gar nicht.
Verstehe ich nicht. Was ist denn das da unten? Das ist so ein Riesenäumeltyp. Na prima. Unten ist noch einer mit einem Schild. Ja, den können wir so ein Chaos machen hier. Wollt ihr euch verstecken? Ja, nicht vor dir, du Louis. Da gibt's Schlimmere als dich. Schmaumschel. Sie sind hier lang, ganz sicher. Verstecken wir uns. Eindringlinge, kommt mit! Achtung, sie sind frei! Da ist ein Bolzen. Ihr seid erledigt. Jetzt kommen sie! Hat er mich gesehen? Ja, offensichtlich. So, komm nur her, Udo! Bitte schön, ich hab Soldaten für euch. Hahaha! Hier hat doch eben irgendwas geblinkt. Oh, da ist ein Töpfchen. Den muss ich mir holen. Ja. So, Leute, das ist doch schon mal richtig gut, was wir hier geschafft haben. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. So. Odoris. Faculo. Ich hoffe, das hilft uns weiter. Oh, das ist eine super Kiste. Ja. Nochmal 10 Stück. Geilo. Da können wir richtig was mit anfangen. So, hahaha. Schauen wir mal weiter. Nochmal zweimal Odoris. So, wo ist denn jetzt der Kojote? Hier war doch noch der ganz große Kojote. Noch ein Töpfchen und noch ein Kistchen. Erstmal das ganze Schlachtfeld looten. Naja. Da sind wir doch schon mal ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. Da können wir uns jetzt den Dicken vorknöpfen. Aber die werden ja nicht freiwillig in die Matsche hier reinlatschen. Aber hier haben wir noch so ein Herz. Ich hätte halt gerne den Dicken, gell? So leichtsinnig von euch! Bleib in Sicherheit! Bestimmt war klar, dass sie mich nochmal verarschen wollen! Oh nein! Ah, die kommen nicht hier durch, wa? Ihr wollt euch verstecken! Ich finde euch! Na gut. Dann müssen wir andersrum. Also platzt das Ding auch wirklich von alleine auf, wenn ich zu nah dran bin. Nein! Verdammt! Wir waren so gut dabei. Okay, dann verfolgt ihr uns gnadenlos. Nein! Los, hoch da! Ich sehe sie! Hier lang! Sie sehen uns!
Alarm! Eindringlinge! Erwägung hier! Haltet sie auf, die Eindringlinge! Oh. Eindringlinge! Zu mir! Hier! Fangt! Eindringlinge! Oh. Mist. Jetzt bräuchte ich noch so eine Rattenblase. Nein! Zu mir! Alles gut, dank dir. Oh, das gibt's doch nicht, Leute. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part an diesem Punkt wieder. Und ja, ich find's krass. Jetzt verdichtet sich ja alles nochmal. Wird der Graf uns kriegen? Was ist mit Sophia und was ist mit Arnaud? Bricht der noch aus in letzter Sekunde und holt sich den Viktor? Ich hoff's irgendwie. Naja, schaltet wieder ein. Das war Part 32 von der Plague Tale Requiem. Ich freue mich auf eure Likes, auf eure Views, auf eure Kommentare. Macht's gut, euer Affenkönig.